In den nächsten Wochen schauen wir noch einmal zurück auf einige vergangene Themen und gucken, was daraus geworden ist. Von daher heute bei der Lately Show der Cum-Ex-Skandal, der vermutlich größte Steuerbetrug in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Aus den YouTube-Hauptnachrichtenstudios in Berlin. Die Lately Show mit Florian Strehletz. Willkommen zurück zur Lately Show. Ich bin YouTubes Florian Strehletz. Da sich das Team aktuell in der Sommerpause befindet, gibt mir das die Chance, noch einmal kurz auf das Thema Cum-Ex zurückzukommen. Okay, was ist Cum-Ex? Komplett vereinfacht, bei Cum-Ex geht es darum, eine Aktie nach der Dividendenauszahlung über einen Mittelsmann an einen Dritten weiterzuverkaufen. Bevor sie aber verkauft wird, fällt die sogenannte Kapitalertragssteuer auf die Dividenden an. Die beträgt aktuell 25% der Dividende. Aber weil Steuern zahlen ja so super doof ist für viele Banken, kann man sich diese erstatten lassen, soweit so halbwegs normal. Und nun kommt der Cum vom Ex. Die Aktie wird wie gesagt über einen anderen an einen Dritten verkauft, abzüglich der Dividende und der vom ursprünglichen Besitzer bereits bezahlten Steuer. Der neue Besitzer fordert aber nun genau diese vom ersten Besitzer her bezahlte Steuer vom Fiskus zurück, wohl wissend, dass er diese niemals gezahlt hat. Und so bezahlt dann der Staat am Ende eine einmal eingetriebene Steuer doppelt zurück. Aber schauen wir noch einmal kurz in unsere Show zu diesem Thema. Sorry, aber ich mache gerade meine Steuererklärung. Ich bin zwar schon ein bisschen spät dafür dran, aber hey, was kann ich denn dafür, dass in diese kleinen Spalten nur so wenige Nullen nach der 1 passen? Wo muss ich eigentlich ankreuzen, um die Steuern auf meine Gewinne aus meinen vielen Cum-Ex-Geschäften zurückerstattet zu bekommen? Okay, Cum-Ex, da denken viele Internet-User jetzt sicherlich erstmal an ihre Lieblings-Porno-Seite und bei Pornhub wird es sicherlich auch dafür einige erklärende Videos geben. Für alle anderen, die Cum-Ex unbedingt bei Google suchen sollten, empfehle ich es unbedingt mit Schrägstrich zu schreiben, weil sonst könnten die Ergebnisse leicht verstörend sein. Aber bei Cum-Ex ist auch ein bisschen Porno drin, denn der finale Money-Shot geht wirklich ins Gesicht. Ins Gesicht der deutschen Steuerzahler. Wobei ich denke, dass viele, die den Cum-Ex jahrelang durchgezogen haben, sich auch darauf ein runtergewichst haben. Von den Ermittlungen sind auch mehrere deutsche Großbanken betroffen. Ob Cum-Ex-Deals illegal waren, ist gerichtlich noch nicht geklärt. Okay, das ist jetzt nicht so, wie es aussah. Tja, und wie sieht es heute aus? Okay, Cum-Ex wurde 2012 per Gesetz beendet, das mit Cum-Ex verwandte Cum-Cum dann erst 2016. Diese beiden Schlupflöcher waren aber seit 1992 bekannt und doch dauerte es am Ende fast 25 Jahre, bis sie geschlossen wurden. Und wir reden hier mittlerweile nicht mehr nur von ca. 12 Milliarden Euro, Schätzungen gehen mittlerweile von sogar mehr als 31 Milliarden Euro aus, die dem Staat so aus der Tasche gezogen wurden. Mit der Rückerstattung einer Kapitalertragssteuer, die nie gezahlt wurde. Und das ist der größte Steuerbetrug der Bundesrepublik. Was macht unsere schwarz-rote Bundesregierung damit, mit diesem offensichtlichen Diebstahl? Kleinreden und wegducken. Steht ja eine Wahl an. Und es würde echt doof wirken, wenn die doofen Wähler darüber nachdenken würden und feststellen könnten, dass sowohl rote als auch schwarze Finanzminister seit 1992 bei diesem Steuerbetrug lieber weggeguckt haben, als etwas dagegen zu machen. Mann, müssen die Essen und die vielen Parteispenden der Lobbyisten wirklich hoch und vor allem so füllend gewesen sein, dass man da glatt mal 25 Jahre keine Zeit und Lust hatte, etwas gegen diesen Steuerbetrug zu machen. Und wenn man sich zu Gemüte führt, dass auch eine Bank wie die Commerzbank, die in der Finanzkrise vom Staat gerettet werden musste, weil sie sich verzockt hatte, bei Cum-Ex und Cum-Cum mitgemacht hat und aus dem Portemonnaie geklaut hat, aus dem sie am Ende gerettet werden musste, dann kann einem nur schlecht werden. Mit der Marble Bank hat es sogar schon ein Finanzinstitut getroffen, das durch die Rückforderung des Finanzamtes pleite gegangen ist. Und bei vielen Vertretern, die beim sogenannten Cum-Cum, der kleinen hässlichen Schwester von Cum-Ex, mitgemischt haben, droht genau dasselbe, die Pleite. Und die Perversion der Situation ist nun, dass jetzt der Staat mit Millionen von Steuergeldern selber dafür sorgen muss, dass diese mehr als 31 Milliarden wieder zurückgeholt werden. Oder zumindest ein Teil. Vielleicht auch am Ende natürlich weniger. Gerade wenn den Banken durch die Rückforderung die Pleite droht. Das Ganze wird dauern, so lange, dass findige Lobbyisten wieder zu vielen Essen einladen werden und ein paar Schecks für die Parteikassen zücken werden. Und wie immer bei diesen Dingen geht das am Ende auf Kosten der Kunden und der Angestellten, die mit diesen dubiosen Geschäften nichts zu tun hatten. Aber keine Sorge, wie auch bei der Finanzkrise wird keiner der Betroffenen jemals ein Gefängnis von innen sehen. Außer es gibt dort ein neues Schlupfloch, um noch mehr Kohle vom Staat zu klauen. Das würde dann vermutlich schwedische Cum-Gardinen heißen.
Und auch dann keine Sorgen, denn selbst dann würde es mindestens 25 Jahre dauern und 35 gestohlene Milliarden dauern, bis der Staat reagiert. Denn auch hier gilt, beklau den Staat einmal mit einem Steuerloch, hast du Glück gehabt. Beklau den Staat ein zweites Mal mit einem ähnlichen Steuerloch, wie es gab ein erstes Mal, da kann ich mich als Finanzminister nicht dran erinnern, aber auch keiner meiner Vorgänger. Und beklau den Staat ein drittes Mal mit einem noch dreisteren Steuerloch, hier, du bist der neue Finanzminister. Die Lately Show. Join or lass es sein.